Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ich bin's, der Black. Und wir sind natürlich im Commonwealth im Ödland unterwegs, um eine Quest abzugeben. Dort hinten bei der letzten Farm, die wir, ich glaube, vorletzte Folge entdeckt haben. Und bewegen wir uns mal ein bisschen schneller hier. Wir haben ja ein bisschen Stress. Wir haben doch keine Zeit. Ach nee, doch, Zeit haben wir. Aber wir haben genug Zeit, das abzugeben. Die Satelliten-Dings, keine Ahnung, ob da noch irgendwas anderes war. Die Tür da hatten wir ja aufgemacht. Und da hatten wir irgendwie einen Schlüssel bekommen. Aber dieser Schlüssel, keine Ahnung, wofür der zu verwenden ist. Nun gut. Wupp. Einmal hier rum. Ach, war das schön, als wir hier einfach nur runtergelaufen sind. Und das erste Mal gesehen haben. Diese Ecke. Huch. Diesen Husten. Ich meine, diese Ecke hier, wo wir das erste Mal quasi dieses neue, fremde Ödland betreten haben, vor fast 100 Folgen. Meine Fresse, die Zeit rennt. Genau wie Maggie jetzt. Kate rennt natürlich auch, die rennt hinterher. Die haben sich eigentlich gut einquartiert hier, direkt unterm Strommast. Das heißt, wenn der mal umknickt, dann ist eh die ganze Farm platt. Oder so. So, hallo. Ich habe das Medaillon zurückgeholt. So, abgeschlossen, sehr schön. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Was immer die Minutemen brauchen, sie können sich auf uns verlassen. Wir haben hier eine ganz anständige Werkstatt. Und Conny wird nach allem, was du getan hast, sicher ihre Preise etwas reduzieren. Oh, das freut mich aber. Das ist die Mietze, von der sie letztens geredet haben. Hallo Mietz. So, ich guck mal die Werkstatt an. Flupp. Damit ist die aktiviert und wir sehen, die Moral sinkt, weil kein Schutz da ist. Das heißt, im Gegenzug sorgen wir eben für Schutz. So. Ich kann sogar welche bauen, da finde ich gut. Zumindest eins kann ich bauen. Wo bauen wir es denn hin? Irgendwo, wo es nach Möglichkeit zentral. Oder kann ich das irgendwo hier draufsetzen? Nee. Mal gucken. Ich will ja auch, dass die geschützte Schützen sind. Geschütze hier oben. Oh, warte mal. Das geht sogar. Jetzt muss ich das nur richtig drehen. So, hier. Und. Hingesetzt. Jetzt tuckert er da oben, das ist fein. Greift alles an, was nicht nied- und nagelfest ist. Hier vorne ist natürlich jetzt gerade kein Schutz, aber ich kann dann auch keins mehr bauen. Heißt im Klartext, wir bauen hier vorne einfach noch so ein Teil hin. Einfach nur, um Schutz zu sorgen. So. Und eine Falle. Ja, Falle kriegen wir auch nicht hin. Na gut. Aber. Das heißt, das können wir auch mal ein bisschen drehen. So. Hopp. Damit auch meine Siedler hier schön geschützt sind. Mehr ist nicht nötig. So, V halten, ja, Menü und so weiter. Wissen wir alles doch. So, ansonsten können wir hier drin ja mal kurz gucken, ob wir irgendwas plündern können, was wir brauchen können. Tomaten zum Beispiel. Insta-Püree. Jetzt mit dir spielen, Maisie. Warum gehst du nicht mal zu jemand anderem? Das, Maisie ist die Katze. Fein. Oh, okay. Aber ich ändere meine Meinung nicht. Husch, weg mit dir. Wo ist sie denn? Ach, hier. Hat sie mit der Mietz geredet. Ah, wie süß. Dass solche Kleinigkeiten eingebaut sind, finde ich cool. So. Naja, hier hinten. Nicht so gerade so gemütlich, aber ja, gut. Wenn man es nicht besser kennt, schläft man auch da. Und ansonsten, abgesehen davon, dass die ja ein bisschen Probleme mit den Leuten hatten, haben sie doch hier ein schönes Leben. Haben eine schöne Ecke. Und ich sehe gerade, ich hätte ja auch einfach auflaufen können. Ich hätte gar nicht hier hinsitzen müssen. Toll. Verdammt. Naja, nächstes Mal. Hopp. Louis Jordan, liebe Zuhörer. Man muss ihn einfach lieben. Okay, so, das hätten wir. Man muss ihn einfach lieben und wir lieben es, einfach hier weiter nach unten zu ziehen. Wo wollten wir denn? Poseidon Reservoir. Der Sound von Diamond City Radio wird euch präsentiert von Commonwealth Weaponry. Jo. Die Welt da draußen ist gefährlich. Schützt euch und eure Familie.
Viel Absolut. Spaß mit Dear Hearts and Gentle People von Bob Crosby. Ich sehe wieder nicht, wo es ist. Ich habe alle Questen halt aktiviert. Und da sieht man, dass ich noch eins weiter... Das ist es. Okay. Da muss ich hin. Da gehen wir jetzt hin. Die liebe Kate und ich. Ist das nächste Ziel, was auf der Karte vermerkt ist. Deswegen erstmal speichern. Weil ich weiß nicht, wie es uns da gehen wird. Was uns da erwarten wird. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und töten. Und wir werden töten. Wir werden alles umbringen, was wir finden. Hahaha. Ich meine, nein. Wir werden vollkommen friedlich mit jedem reden. Wie mit dir hier. Ich töte dich. Nee, du bist scheinbar doch friedlich. Hallo. Hey, hey. Immer schön Abstand halten. Wieso? Willst du knutschen? Keine Angst. Ich tu dir schon nichts. Ach, da mache ich mir keine Sorgen. Es ist nur... Ich glaube, ich habe gerade abgelaufenes Dosenfleisch gegessen. Okay. Vielleicht waren es auch drei. Hat erst lecker geschmeckt, aber jetzt... Oh, das Zeug dreht mir den Magen um und... Tja, du riechst es ja sicher schon. Dosenfleisch von Longneck Lukowskis, meine Fresse. Dosengift von Longneck Lukowskis trifft's eher. Eher, der Rest ist für dich. Ich fass das Zeug nicht mehr an, als ich morgen noch lebe. Und wenn dir dieser Lukowski über den Weg läuft, sag ihm, er soll in der Hölle schmoren. Oh Gott, entschuldige. Vielleicht gehst du lieber, wenn's das Gleiche ist wie letztes Mal, gibt's gleich eine Riesensauerei. Oha, okay, ich lass dich mal alleine. Bei sowas, bei Blähung und Schlimmerem muss ich jetzt nicht unbedingt da sein. Ich bin ja kein Arzt. Ja, Kate guckt wieder zu, oder was? Komm, lass den armen Kerl in seinem stillen Leid allein. So, okay, wir gehen hier runter und dann über den Damm, denke ich. Müsste hinhauen. So. Weiß gar nicht, waren wir hier schon mal? Ich glaube schon. Oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Es kann doch sein, dass ich am Anfang hier einfach mal rumgelaufen bin. Just for fun. Und das war halt gerade da, wo ich mal kurz privat gespielt habe. Aber damit habe ich ja mittlerweile aufgehört, weil ich mich nicht spoilern will. Und weil ich dann nicht mehr wusste, was ist gut und was ist schlecht. So, hier oben sitzt jemand. Der tut uns auch nichts. Hallo. Bitte. Ich habe solchen Durst. Hast du vielleicht etwas Wasser? Naja, Was für ein Wasser brauchst du denn? Gereinigtes Wasser wäre natürlich wunderbar. Aber ich nehme, was auch immer du hast. Ach hier, komm, bitteschön. Natürlich, bitteschön. Oh, danke. Danke. Ja, Kate gefällt das nicht, wenn ich nett bin. Ist klar, sie ist ganz anderes gewöhnt. Aber mittlerweile, dank ihrer Geschichte, wissen wir ja, dass das so ist. Und ja, wie es dazu gekommen ist. Insofern, ja, muss sie mit durch. Ich bin halt ein netter Mensch, nicht nur zu ihr. So. Da haben wir eine Blume oder sowas. Hopp. Hepp und hepp. So, da geht's lang. Nochmal eine Blume. Was ist das hier? Hier haben wir... Waren wir hier schon? Sunshine's Tidings Kooperative. Ach so, das war das. Ja, genau. Das gehört ja uns auch jetzt, ne? Das war ja das, wo wir den kleinen Roboter gefunden hatten. Genau. Ich erinnere mich. Also waren wir auch schon mal über die Brücke gelaufen. Okay. Gut zu wissen. So. Das nächste, was dann kommt, müsste eben... Oh, ja, müsste eben noch ein bisschen weiter entfernt sein. Wir laufen ein wenig. Wir haben Zeit. Hier so ein alter Farmer-Getreide-Ding. Keine Ahnung. Die haben das ja auch ein bisschen merkwürdig geparkt hier. Normalerweise macht man das, baut man doch auf ebenen Feldern. Andererseits weiß man ja nicht. Vielleicht sah das ja vor dem Fallout alles anders aus. Was ist das denn für ein Gebäude? Ein rundes Dach. Da gucke ich mal hin. War das eine Kirche? Einsame Kapelle entdeckt. Tatsächlich. Siehst du, wenn man die Augen nicht aufhält? Gucken wir da mal rein. Sobald ich außen alles geplündert habe. So, hopp. Oh. Raider-Rüstung? Nee, brauchen wir nicht. Naja. Interessant ist, wie gesagt, von den Leichen kriegt man das Zeug nicht gelootet. Beziehungsweise von Leichen schon, aber nicht von denen hier. So, hier ist ein staatliches Vorratslager. Oh, da gehen wir auch gleich rein.
das war offensichtlich eine Art Rückzugspunkt für Leute nach dem Fallout. Mal gucken, ob wir im Vorratslager noch was drin ist. Na? Okay. Einmal speichern. Gefällt mir hier. In dem Licht. So. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Zumindest nicht. Ah! Renn nicht, wo es Licht, Mensch! Oh, die erschreckt mich. Vor allem hier die. Das hast du absichtlich gemacht. Direkt die Powerfaust vor die Funzel gelegt. Mann. Wer ist da? Niemand? Geh mal aus dem Licht raus hier. Mensch, die entdecken uns noch. So, langsam. Ja. Psst. Psst. Warte. Jetzt hat er uns. So, okay. Der Rest? Ah, da hinten. So. Okay. Nö, der hat ja viel dabei gehabt. Red Tourette. Hast du Tourette-Symbol oder was? So, und jetzt drauf auf den Kopf. Nicht auf meinen Kopf hier. Ist das ein Witz? Das muss ein Witz sein. Na, hast du Spaß? Oh, mein. Ich muss ganz dringend mal was futtern. Die haut ganz schön drauf, die Frau. Fleisch von. Nee, das war doof. Das muss ja erst zubereitet werden. Hier, gegrillter Redhirsch, das ist besser. Ich reiß dir den Arsch auf! So, einmal so. Wo ist er denn hin? Hast du tot? Ready? Ah, hier liegt sie. Passwort zum staatlichen Vorratslager, dankeschön. Das letzte Lied gefallen. Kronkorken, Kronkorken. Leichtbau, Fieberglasrüstung. Fieberglas-Kampfrüstung. Ach komm, die machen wir mal ganz nackig hier. Musik nonstop und so, alle aktuellen was zum Entsperren? Nachrichten. Ihr hört Diamond City Radio. Das ist schön, da freue ich mich. Mir kommt eine Erinnerung an die alten Zeiten, als die Leute sogar nach radioaktivem Material suchen gingen. Elton Britt mit Uranium Fever. So, keine Sorge, Schwester, lesen. Okay, das lesen wir sofort. Aber erst einmal mache ich das Radio aus, weil sonst ist das mit dem Lesen immer so doof. Und Kronkorken Buffer und Red Axe nehme ich mit. Instapüree, okay. Und guckt mal an hier, US-Handbuch für verdeckte Einsätze. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Spitze. Russische Eier, eine Dose. Und jetzt hier. Verdammt, tut mir leid, Schwester. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe mich um den Eingang gekümmert, wie du es mir gesagt hast. Die kleinen Maden von Tom dem Turm liefen weg und dann bumm. Mein Gesicht war voller Putz und dann wurde alles schwarz. Als ich aufwachte, war ich hier in der Beantown-Brauerei und einer von Toms hässlichen Schlägertypen grinste mich an. Bisher haben sie mich gut behandelt, aber ich glaube, nur deshalb, weil sie unsere Lebensmittel wollen. Gib ihnen nichts, Schwester. Ich werde einen, nochmal. So. Ich will das jetzt zu Ende lesen hier. Tut mir leid, kleine Schwester mit T, ne? T. Trinity Tower Tungsten. Wohnwagenschlüssel, überfälliges Buch. Kann man das auch lesen? Nee. Rodebrand, Salzsäure. Ritter Warcamps, Holomarke, radioaktive Eindämmung. Manu, übel. Keine Sorge, Schwester, das war's sicher. So. Weiter. Ich werde einen Weg hier rausfinden. Okay, das hat sich jetzt gelohnt. Dann schauen wir mal. An meine große Schwester Red. Du musst noch mehr Fancy Let's Kuchen schicken, sonst macht Tom Kleinhaus als mir. Ich habe Angst. Der ist ziemlich furchteinschlößend. Bitte schick noch mehr Kuchen. Denk an deine Schwester, an mich. Bitte helft mir, Lilly. Red, hier ist Lilly. Red, ich bin's, Lilly. Ich weiß nicht, wie lange sie mich noch am Leben lassen. Wenn du weiterhin diese lausigen Vorräte schickst. Russische Eier? Also bitte. Mein Leben steht auf dem Spiel, Red. Ich habe gehört, wie sie sich darüber unterhalten haben, was sie mit mir machen, wenn die nächste Lieferung nicht besser wird.
Das war nicht schön. Keine Eier mehr. Lilly. Okay, also diese Red hat offensichtlich... war gar nicht so böse. Wir haben, waren wahrscheinlich nur zur falschen Zeit am falschen Ort, aber die Red war scheinbar nicht so böse, wie sie sich jetzt, wie sie aussah. Red to Red hat zwar jetzt den Kopf verloren, aber sie hat ihrer Schwester geholfen. Bei manchen Raidern ist das jetzt nicht unbedingt zu sagen. Es tut mir leid, dass ich dich getötet habe. So von Angesicht zu Angesicht sage ich dir, das ist in die beiden hervorsteckenden Gesichtsmerkmale. Ja. So, ansonsten haben wir hier noch ein starker Terminal zum Entsperren. Task? Nee, non ist es nicht. Plan auch nicht. Fang. Lost. Lost war es auch nicht. Dann eben Tuck. Mann. Nochmal. Also. Plopp. Wie schön. Siehst du? Wusste ich doch, dass das ist. Bean-Town-Bastarde. Lilly hat ein paar von Toms Leuten geschnappt, als wir sie am Vordereingang rumgeschnüffelt haben. Wir haben sie verhört und es klang so, als käme diese reine Flüssigdiät in der Brauerei ihnen nicht so gut. Aber Tom, der Turm, hat angeblich einen Plan, sich bei uns ins Lager vorzukämpfen und sich unser Essen zu schnappen. Sollen die besoffenen Idioten nur kommen? Lilly ist verschwunden. Lilly ist verschwunden. Tom, der Turm, hat und seine Jungs haben das Lager angegriffen und ein paar... Und bei dem, im Chaos ist Lilly verschwunden. Ich habe ein paar Leute losgeschickt, um sie zu suchen. Aber ich befürchte das Schlimmste. Wenn Tom sie irgendwie in die Finger bekommen hat, werde ich dem Bastard das Herz rausreißen und es an die Wand nageln. Hätte ich auch gemacht. Und? Nein! Er hat sie. Der Dreckskerl. Tom, der Turm, hat Lilly. Er lässt sie mir Briefe schreiben, in denen sie um Vorräte bettelt. Sie meint... Er wird sie in Stücke hacken, wenn ich nichts schicke. Ich habe versucht, ein paar Leute zusammenzutrommeln, um sie zu retten. Aber sie haben es mir ausgeredet. Sie meinten, Tom würde sie töten, wenn wir sie angreifen. Aber wir müssen etwas unternehmen. Ich werde dem dummen Wichser erstmal sein Essen schicken. Aber vorher lass ich unsere Köter draufpissen. Auch nicht schlecht. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe noch einen Brief von Lilly bekommen. Aber irgendwas stimmt nicht. Sie nennt mich Red. Ich hasse diesen Namen. Und das weiß sie auch. Ich glaube, irgendwas ist passiert. Tom rekrutiert jede Menge Leute. Und jetzt, wo er unser Essen hat, werde ich einen meiner Jungs losschicken, der bei ihm einsteigt. Mal sehen, ob er herausfinden kann, was los ist. Scheiße, scheiße, scheiße. Der Mann, den ich in Beantown Brauerei geschickt habe, meinte, dass Lilly dort nirgends zu sehen ist. Tom muss sie irgendwo hingebracht haben. Ich habe meine Crew losgeschickt, um nach ihr zu suchen. Halt durch, Lilly. Wir kommen. Tom ist tot. Jemand hat Tom und seine Leute ausgeschaltet, aber zum Glück von Lilly fehlt immer noch jede Spur. Zum Glück wurde sie weggebracht, bevor diese Sache hier passiert ist. Wir finden dich, Schwester, wo immer du auch bist. So, Turmsteuerung von Tom, dem Turm natürlich. deaktivieren. So. Lassen wir auch die direkt mal aus. Diese Terminals reine Zeitverschwendung wären. Nee, ist schon interessant. Vor allem die Bientau-Brei-Reihe, da waren wir auch schon drin. Am Ende sind wir das wieder gewesen, die da alle ausgeschaltet haben. Die Möglichkeit besteht, eine Nuka-Cola Cherry. Oh, schön. Ich trick's. Nein. Hey. Hey, was gibt's? Klar, ich nehme gerne, halt gerne was für dich. Ja, du kannst auch gerne nehmen, mir egal. Hier zum Beispiel so eine Minigun, die ist teuer. Oder, ja, hier kommt das hier, oder das hier. Oder das hier, oder das hier, oder das hier, oder das hier, oder das hier. Warum habe ich so viele Waffen eingesammelt? Kate kann nicht mehr tragen. Mist. Wahrscheinlich die Minigun schon sehr schwer gewesen. So, den Turm müssten wir noch plündern. Deswegen renne ich mal hier rüber. Aha. Okay. Einmal F5. Ja, also irgendwie, ich hoffe ja schon. Oh, da ist der Turm. Genau. Ich hoffe ja schon, dass diese Lilly da ihr Gutes hat. Ich glaube ja, diese Red war gar nicht so nett. Schlecht. Die Red war nicht so nett. Ja, ich meine, sie hat uns angegriffen. Andererseits... Wir sind ja in ihre Bude rein. Ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde, wenn da jemand einfach mal was Fremdes in mein Haus reinrennen würde. In einer Postapokalypse, wo jedem sein Feind ist. Vielleicht waren wir hier die Bösen. Wer weiß das schon. In dem Fall tut es mir natürlich leid. Aber ändern können wir es jetzt nicht mehr. Stattdessen gehen wir jetzt wieder nach draußen. Und... Nee, wir gehen nicht nach draußen.
Und wir sorgen dafür, dass die anderen nicht mehr trauen müssen. Hab sie gefunden? Ja, du Idiot. Was? Was ist denn passiert? Beine raus! So, fall um jetzt hier. Ich glaube, es ist was gebraucht. Zurück! Mann, der hält aber auch was aus, ja? So, einmal kurz nachladen, der ist gut. Der auch. So, der hat weniger ausgehalten. Kronkorken, Splittergranate nehme ich gerne mit. Metallrüstung, nee. So, dann hätten wir hier Kronkorken und so weiter und so fort. Okay, ich würde sagen, jetzt beenden wir hier die Folge und sehen uns weiter um in der nächsten. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.